Altec-Sondereinheit Foxhound. Ihre frühere Einheit. Und eine, von der ich Commander war. Eine Elite-Truppe, die Schlagkraft und Erfahrung auf sich vereint. Sie sind noch genauso gut, wie als ich sie führte. Also gibt's die noch? 6 Foxhound-Mitglieder sind am Terroristenangriff beteiligt. Psycho Mantis mit seinen telepathischen Fähigkeiten. Sniper Wolf, die schöne und tödliche Scharfschützin. Decoy Octopus, Meister der Verstellung. Falcon Raven, Riese und Schamane. Revolver Ocelot, Experte für Verhöre und gefährlicher Schütze. Ein reizendes Kränzchen. Wie schade, dass wir uns unter so widrigen Umständen treffen müssen. Und schließlich ihr Anführer, der Foxhound Kampfleiter. Liquid Snake. Liquid Snake? Ja. Und Sie sind der Einzige, der es mit ihm aufnehmen kann. Liquid Snake. Liquid Snake. Der Mann, der Ihren Codenamen teilt. Was wissen Sie über ihn? Als Teenager kämpfte er im Golfkrieg. Der jüngste Mann in der SAS. Sein Job war das Auffinden und Zerstören mobiler Scud-Raketenabschussrampen. Sie waren doch auch da. Drangen Sie nicht in den westlichen Irak mit einem Zug der Green Berets ein? Ich war damals selbst noch ein Kind. Die Details sind geheim, aber er scheint für den SIS als schlafender Agent im Nahen Osten fungiert zu haben. Er war ein Spion für den britischen Geheimdienst? Aber er zeigte sich nie im Century House. Er wurde im Irak gefangen genommen und verschwand danach für mehrere Jahre. Nach ihrem Austritt wurde er gerettet und Mitglied von Foxhound. Ich dachte, Sie verwendeten nach meinem Austritt keine Codenamen mehr. Ich kenne seinen richtigen Namen nicht. Diese Informationen sind so geheim, dass selbst ich sie nicht bekomme. Hier ist ein Foto. Oh. Schockierend, nicht? Seine Hautfarbe ist anders, aber ansonsten gleichen sie sich wie ein Ei dem anderen. Ein Zwilling? Ich kenne die Details nicht, aber es scheint so. Deswegen brauchen wir sie für diese Mission. Sie sind der Einzige, der ihn besiegen kann. Jetzt, nachdem ich Sie gesehen habe, weiß ich, Sie haben ihm etwas voraus. Ich sehe es in Ihren Augen. Danke. Das beruhigt mich ungemein. Colonel, Sie sind pensioniert. Weshalb sind Sie beteiligt? Nicht viele Leute kennen Foxhound so gut wie ich. Ist das der einzige Grund? Ich war lange Soldat. Ich kenne nichts anderes. Ich werde zwar älter, aber ich denke, ich gehöre immer noch aufs Schlachtfeld. Colonel, Sie lügen schlecht. Was ist der echte Grund? Okay, Snake. Ich will offen sein. Jemand, der mir sehr viel bedeutet, ist eine Geisel. Wer ist das? Meine Nichte, Meryl. Was hatte Ihre Nichte dort zu suchen? Mehrere Mitglieder von Foxhound wurden am Tag des Aufstands vermisst gemeldet. Meine Nichte wurde als Notfallersatz eingezogen. Sie sieht Ihnen ähnlich. Sie ist die Tochter meines kleinen Bruders. Er starb im Golfkrieg. Und ich kümmere mich seitdem um Sie. Persönliche Gründe, Colonel. Nicht gerade soldatenhaft. Ich bin im Ruhestand. Ein alter Mann. Und Ihr Freund. Seit wann sind wir Freunde? Ich halte uns für Freunde seit dem Fall von Sansibar. Ich mit meinem Charakter habe nicht so viele Freunde. Das ist der Teil, dem ich traue. Das macht Sie menschlich. Bitte, Snake. Retten Sie meine Nichte Meryl. Gut. Unter 2 Bedingungen. Welche? Erstens, keine Geheimnisse mehr zwischen uns. Ich muss jederzeit alles wissen. Zweitens, ich nehme nur Befehle von Ihnen direkt entgegen. Keine Zwischenmänner, okay? Einverstanden. Darum wurde ich gerufen. Nur eines. Ja? Ich bin kein Colonel mehr.
Nur ein müdes Schlachtroß. Ich verstehe. Colonel. Die Ärztin, nimmt sie an der Mission teil? Sie war für Foxhounds Gentherapie verantwortlich. Sie weiß mehr über diese Männer als jeder andere. Sie haben sie also nackt gesehen? Ich bin keine Krankenschwester, ich bin Wissenschaftlerin. Übrigens, für was war die Spritze? Es ist eine Kombination aus Nanomaschinen, einem Antigefrierpeptid, sodass ihr Blut und andere Körperflüssigkeiten auch bei arktischen Temperaturen nicht gefrieren. Nanomaschinen? Nicht nur eine Art. Es gibt verschiedene Arten, die den Vorrat an Adrenalin, Nahrung und Zucker im Blut wieder auffrischen. Wenigstens brauche ich mich nicht mehr ums Essen zu kümmern. Es waren auch Nootropika enthalten. Wie, was? Nootropika. Ein Pharmazeutikum, das die mentalen Funktionen verbessern hilft. Es macht mich schlauer, hä? Huh? Noch was? Ja, Benzedrin. Eine Art Stimulanz. Es verbessert Wachsamkeit und Reaktion für 12 Stunden am Stück. Ein netter Cocktail. Sonst noch was drin? Die Nanomaschinen helfen dazu, die Batterien für ihren Codec aufzuladen. Sollte ich abnehmen wollen, kann ich mich wohl auch an Sie wenden. Aber gerne. Ich brauche mal Ihre Schere. Was haben Sie vor? Keine Sorge, ich mache mich nur ein bisschen zurecht. Wie? Ich will doch nicht wie der Terroristenanführer aussehen.